Ja, Lialo, jetzt Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Murnau und in Hamburg. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht es um das Thema, ja, ich bin aus einer toxischen Beziehung raus und fange wieder an zu daten und versuche Dinge anders zu machen und trotzdem ist alles nicht so einfach. Gut, stay tuned. Ja, gut, ist eine relativ lange E-Mail. Ich habe jetzt mal ein paar ein oder andere Sachen vielleicht mal ein bisschen abkürzen. Also erstmal erzählt die Matruschka von ja, so ein bisschen ihrem Leben und so. Ist halt ja übliche Biografie mit Alkohol, Mutter Alkohol, schon mal eine lange toxische Beziehung und so weiter. Ja. Und noch ein kurzer Hinweis, ja, der neue Detox-Kurs ist raus. Ex-Detox waren schon ganz viele. Und ja, ich habe noch zwei Bootcamps dieses Jahr in Murnau und in Hamburg, wenn du so richtig Vollgas geben willst. Also nun zum Thema. Ende April habe ich auf Tinder einen Mann kennengelernt. In den 30ern. Er hat zu der Zeit in einer anderen Stadt gelebt. Er hat mir gefallen, mich freundlich angeschrieben und die Dinge nahmen ihren Lauf. Ich ließ das Ganze einfach mal flowen, wollte mir Zeit nehmen für ein schönes, authentisches Kennenlernen. Es lief alles entspannt. Ich zeigte mich von Beginn an aus einem guten Mix aus entspannter, cooler Matruschka, die ich bin, aber auch einer souveränen Frau, die weiß, was sie will. Nach 1,5 Wochen intensivem WhatsApp-Kontakt, stundenlangen Videocalls, wollte er mich in meiner Stadt besuchen. Leute, lest mein fucking Buch, ey. Echt. Nicht lange Videocalls, stundenlanger WhatsApp-Kontakt, gleich treffen. Also es entstehen so viele Fantasien und dann kann man nicht mehr das echte Treffen nicht mehr so richtig annehmen. Macht das nicht, ey. Gut, also er kam dann. Auch Tinder und Fernbeziehungen empfehle ich auch nicht im Übrigen. Gut, getrennt war er seit Anfang des Jahres, die Ex nicht da, also im Ausland. Nicht nur die Kompatibilität war enorm, sondern auch die Anziehung wurde dadurch immer größer. Wenn du auf einem Date bist, da kannst du nichts wissen über die Kompatibilität, fast nichts. Das ist nur Chemie. Er schien perfekt. Durch meine Therapie und durch deinen Input war ich innerlich so klar und schaffte es, mich darauf einzulassen und trotzdem einen gesunden Abstand zu halten. Da ich früher immer sehr schnell kopflos reingerasselt bin, weil ich die Beziehung gesucht habe. Gut, das ist schon mal ein totaler Fortschritt. Diesmal sollte alles anders sein. Ich holte ihn ab und er küsste mich gleich. Gut. Also, ich bin ja durchaus, wisst ihr alle, Freund von mal einen Kuss zum Abschied auf dem ersten Date, aber ein Kuss als Start? Ich fand das irgendwie schön, fühlte mich aber doch etwas überrumpelt und äußerte es mit Humor, du gehst aber ran. Ja, also ist okay, du hast ja deine Grenzen scheinbar nicht überschritten und gut, schauen wir mal weiter. Das sind ja auch alles nur so Hinweise, ne? Er schien liebenswert, sympathisch, ich fühlte mich wohl und wollte es laufen lassen. Wir verbrachten den Tag, er bemühte sich, ich äußerte meine Zweifel, ob er wirklich über die Ex hinweg sei und stellte einige Fragen. Sie waren viele Jahre zusammen, hatten dieselbe Heimat. Davor lebte er eher so in WGs. So. Mein Verstand sagt, lass es, er ist nicht bereit, auch wenn er es vielleicht selbst nicht weiß. Aber mein Gefühl sagte, mach mit gesundem Abstand weiter. Ja, dein Verstand. Also man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, den Verstand wichtiger zu nehmen. Und dieses Gefühl, ist das wirklich so ein echtes, intuitives Gefühl oder ist es nicht diese Wunsch nach Beziehung, ich will nicht allein sein, ich will wieder in Liebe sein, was dann doch manchmal auf so eine nicht so gute Art dominiert. Das musst du dich immer wieder fragen. Und das ist nicht, also man kann, das ist auch nicht mit einer Beziehung gegessen. Man muss häufig viele oder einige Anläufe machen und immer wieder, und mit jedem Anlauf kommt man einen Schritt weiter. Das ist also alles fein, ne? Gut, aber analysieren wir das mal weiter. So, und hattet ihr gleich tollen Sex? Gut, also ich bin nicht gegen Sex auf dem ersten Date, aber dieser ganze Ablauf ist schon so ein bisschen fragwürdig. Ne? Dann wart ihr ein Paar, alles intensiv, alles cheeky, alles toll.
Jedoch hatte er nicht gesagt, dass noch Sachen von seiner Ex in der Wohnung sind, wenn auch in Kisten und sie räumlich noch nicht getrennt sind. Da würden mir schon die Haare zu Berge stehen. Also, das sind. Leute, tut euch keine Dreiecke an und das ist schon wieder. Lasst die Leute sich doch erstmal trennen. Wirklich, dieses Warmwechseln. Ich habe da schon noch andere E-Mail-Coachings heute gehabt. Es bringt nichts. Lasst die Leute sich erstmal trennen und finden und ein bisschen unabhängig sein wieder. Und sonst, ich weiß nicht, sonst, ja, werdet ihr nur benutzt und vielleicht benutzt ihr selber auch. Und es bringt nichts, wirklich. Ah, das wollte er regeln, wenn sie wiederkommt. Ja, bla bla bla. Dann hast du gesagt, du willst keine Dreiecke, also guckst jetzt schon nach deinen Standards, das ist super. Er beteuert es glaubhaft, es ist vorbei und kämpfte um mich. Ja, dieses Kämpfen, das ist schön für dein Ego, aber bringt das was? Also ich kann nur immer wieder, ich weiß, ich bin das Muli wieder. Worte sind ein Scheiß. Also macht, setzt er das in Echtzeit um, was er da sagt? Ne? Das ist die Frage, ne? Gut, aber jetzt kommen ja ein paar Taten, muss ich auch sagen. Also er stellte dich Freund und Familie vor. Das also ist ja schon mal gut. Dann wollte er bald zu in deine Stadt ziehen. Also das wäre der fünfte Schritt vom ersten. Also das, ihr habt gerade jetzt hier, glaube ich, ein, zwei Dates gehabt, so, ne? Erklärte das Vorhaben mit seinem Chef. Ja, also ich glaube nicht, dass er dich irgendwie hier anlügt, aber das ist diese Bedürftigkeit, die hier das Ganze steuert, ne? Gab mir Zusagen zu seinem Handy. Ich würde sowas nicht annehmen. Je mehr ihr jemand kontrolliert, umso mehr holt ihr euch, aber da mache ich nochmal ein extra Video zu, genau das Gegenteil rein. Nämlich, ja, Illoyalität, Fremdgehen. Also ich würde nicht bei jemand ins Handy gucken. Entweder ihr könnt ihm vertrauen oder ihr lasst es. So, aber er schafft es, seine Zweifel auszuräumen. Muss es immer wieder aufpassen, seine Objektivität Grenzen nicht zu verlieren. Es kam dir immer mal wieder so ein bisschen Lovebombing, Fast-Forwarding in den Sinn. Also ich finde da deine Wahrnehmung super, ne? Also das merkt man, dass du in dir gearbeitet hast. Sehr, sehr gut. Und das ist wirklich leicht, nicht leicht, das, diese Wahrnehmung umzusetzen in Taten. Also da braucht man echt ein bisschen für. Das geht nicht so schnell. Das ist alles in Ordnung. Er widerlegt immer wieder meine Thesen durch entsprechend aufrichtige Worte, Taten. Ja, ist alles gut, kann man so machen. Und ich sage ja, man muss jemanden daten, um ihn wirklich kennenzulernen, so, ne? Aber der Start ist so ein bisschen gut, aber es ist leicht gesagt, ich habe sowas auch schon gemacht und ja, es ist okay. Es passiert halt, ne? So ist er hier in Urlaub gefahren, es war alles wieder prima. Verkauf gemeinsamer Möbel, Extrinkte. Achso, dann gab es noch Telefonate, okay, klar, ich muss damit jemand was regeln. Ja, an Ostern war er noch bei ihrer Familie zu Besuch. Jetzt geht's los, ne? Das weißt du auch. Solche Dinge stellte ich hart in Frage, sehr gut. Und er schwor immer wieder seine Liebe. Sagte nach 4 Wochen, dass er mich liebt, ich die eine bin und er heiraten, Kinder kriegen möchte. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, aber ich glaube, du weißt, das ist Lovebombing, ne? Wobei das auf mich jetzt nicht irgendwie narzisstisch wirkt oder so. Ich glaube, das ist einfach diese Bedürftigkeit, die er auch hat. Ne? Das ist eher so, ja, weiß halt nicht, was er will und möchte nicht allein sein. Und ja. Er wirkte angespannt und ein bisschen passiv-aggressiv dabei. Ach nee, Entschuldigung. Ja, jetzt komme ich nicht so ganz mit irgendwelchen Umzügen, ob es jetzt die Ex ist oder er, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber du hast mitgeholfen, wenn auch mit Missmut, beim Packen ihrer Sachen. Ich würde sowas nicht machen, echt. Er wirkte angespannt und passiv-aggressiv dabei. Ich fragte ihn, ob ich das jetzt belasse. Nein, er will das, ich will das nur weghaben. Hätte ich das nur eher gemacht. Die Stimmung war angespannt, nachdem er mir unterstellte, ich hätte Kopfhörer von ihm weggeschmissen. Auch nicht gut, platzte mir der Kragen. Daraufhin schmiss er eine Umzugskiste durch die Wohnung. Ich ging raus und dachte, dass es ein No-Go ist. Dann hat er sich wieder entschuldigt. Gut, ist alles ein bisschen instabil, aber okay. Vor circa 4 Wochen war er bei mir und bekam eine Nachricht von einer Ex-Affäre, dass sie an ihn denkt. Er log und behauptete, es war von seiner Ex. Ja, jetzt, das ist jetzt serious. Das ist serious.
Und ich sagte, ich spüre, dass er lügt. Er gab zu, dass er seine Ex betrogen hat und hatte Angst, dass ich ihn verlasse, weil er früher gern viel Sex hatte und es schon deswegen seiner Ex anfangs schwer hatte, weil sie auch immer so misstrauisch war. Ja, jetzt wird's kritisch, ne? Er spürte das erste Mal krass Unaufrichtigkeit und Bauchschmerzen. So, dann gab es ein bisschen Schuldumkehr. Okay, jetzt seid ihr auf der toxischen Straße, ne? Er hat sich wieder entschuldigt. Dann seid ihr sein Handy wieder durchgegangen. Es bringt nichts, glaub mir. Glaub mir, es bringt nichts. Versöhnung. Dann am nächsten Tag der nächste Hammer. Ich spürte wieder so eine Aggressivität und keine Harmonie. Sprach es an. Er provozierte, teilte unfaire Spitzen aus. 180-Grad-Turn. Ich fragte, was sei. Er saß stoisch da und sagte, es würde alles so schnell gehen. Seine Freunde wüssten teilweise noch nicht mehr von seinem Plan. Ach, er wollte echt zu dir ziehen. Ey, wie soll das funktionieren? Das ist auch eine Überforderung, weißt du? Also sicherlich ist er ja nicht ganz ehrlich, aber du überforderst ihn auch. Also ich würde sowas nie von jemand verlangen irgendwie. Ne? Das kann nicht gut gehen. Ne? Ich versuchte logisch mit ihm zu reden, wechselte gefühlt in die Therapeuten-Meta-Ebene, um nichts zu machen. Dann übermannte mich meine Schwäche, die ich so stark bekämpfte, meine Verlustangst. Ich weinte, sagte, ich liebte ihn, er beruhigte dich wieder. Ja, also hier muss man, also offensichtlich will er jetzt tatsächlich, muss ich noch einmal gucken, hier zu dir ziehen. Ja, er wollte echt zu dir ziehen. Also das ist zu viel verlangt, das sollte man echt keinen Menschen machen lassen, wirklich. Also, das ist klar, dass ihn das überfordert, wirklich. Ja. Gut. Gut, dann habt ihr wieder Stress gehabt. Ja, klar. Ich hatte das Muster erkannt und immer wieder kam es zu Situationen, wo er sich nicht okay verhielt, ich ihn auf sein Muster hinwies und er sich immer wieder entschuldigte, Einsichtszeichen auf mich zukam. Dadurch spürte ich eine sukzessive Verschiebung des Gleichgewichts der Polarität. Parallel wurde er trotzdem immer anhänglicher, übergriffiger und auch innerlicher wütender, weil er liebte mich ja, kam aber mit mir nicht klar, ein Dilemma. All das spielte sich mir unterschwellig ab. Ja, also er kommt jetzt mit deinen Standards nicht zurecht, aber also bei deinen Standards, die du jetzt, du hast jetzt so Angst, dass du wieder in eine toxische Beziehung kommst, du setzt die Standards, das ist auch okay. Er reagierte auch nicht so besonders gut drauf, das muss man schon sagen, aber du bist jetzt zu sehr, aber das ist normal auf diesem Weg, das ist eine normale Station so, zu sehr mit dir beschäftigt, diese Standards zu halten und siehst jetzt nicht, dass er irgendwas macht, was eigentlich nicht funktionieren kann, ne? So zu dir ziehen, so oder in die gleiche Stadt ziehen. Und er gab mir das Gefühl, dass er mich so liebt, wie ich bin, dass es kein, jetzt kein Ich und Du mehr gebe, sondern ein Wir. Er meint das bestimmt ernst in dem Moment, aber wie soll das sein, ne? So, ich öffnete mich komplett mit allem, mein großartiges Gefühl. Er machte viele Sachen für mich. Ich hatte nämlich mit der kompletten Öffnung lange gerungen, da ich auch verletzt wurde. So, und habt ihr noch viel zusammen gemacht. Ihr plant weiter den Umzug, lernt seine Familie kennen. So, dann war das die Ex wieder Thema. Ach so, die haben sich dann immer noch geschrieben, ja. Gut, es kommt von diesem warmen Wechsel, wirklich. Da platzte mir der Kragen, und ich sagte, er soll sich zwischen ihr und mir entscheiden. Ja, gut. Er zögerte, schluckte seinen Unmut runter und sagte, er würde sich immer für mich entscheiden. Also, es bringt nicht viel. Was ich hier mehr empfehlen würde, wäre zu fragen, was ist eigentlich los? Wieso schreibt ihr euch noch, auf dein Bauchgefühl zu hören? Also, natürlich ist das im Sinne von Standards jetzt richtig zu sagen, so geht's nicht. Aber jetzt sagt er wieder, um es dir recht zu machen, sagt er jetzt, ja. Ist nichts mit der Ex, aber wie sich auch später zeigt, ist ja halt doch was und das bringt dich jetzt nicht so richtig weiter, ne? Also es ist eine gute Mail, wenn man schon so ein bisschen an sich gearbeitet hat. Ja, wie dann so das nächste Feintuning ansteht, ne? Also ich würde dir da raten, ein bisschen mehr offen nachzufragen, was ist denn hier eigentlich los? So, und nicht so, so vor allen Dingen zu versuchen, deine Standards durchzusetzen. Das ist als erster Schritt super, das machst du auch prima.
Aber das ist jetzt, das schlägt dir schon fast wieder so ein bisschen ins Gesicht, so. Was jetzt nicht heißt, dass ich das, glaube ich, sonst anders entwickelt hätte. Ich glaube, das hätte sich immer so entwickelt, aber so für die Zukunft, ne? Ich entwickelte einen Zwang, immer mal wieder an sein Handy zu sehen, was ihn verständlicherweise auch nervte, und ich verstand mich selbst nicht mehr. Ja, das ist wirklich nicht ganz wichtig an euch alle. Kontrolliert nicht. Echt, das bringt nichts. Das Kontrollieren löst. Ist total abtörend für den anderen, löst. Es hat auch mit echter Liebe nichts zu tun. Und wenn man meint, man müsste jemanden kontrollieren, wirklich, das ist, dann hat er entweder zu Recht, ist er nicht vertrauenswürdig, dann sollte man eh nicht daten, oder ihr könnt jemanden nicht vertrauen und solltet ihr vielleicht auch noch nicht daten. Also, das bringt nichts, wirklich. Das war nicht mehr echt, nur noch ein altes Angstmuster. So, ich versuche jetzt immer mal die Mail ist sehr lang, bis 1000 Wörter wäre besser, maximal 500 bis 1000. So, dann sind die Ex der Sachen weg. Und das hat ihn dann schon mal dazu gebracht, nochmal mehr über die Ex nachzudenken, wenn ich das hier so richtig sehe. Ich hatte das Gefühl, als hätte er mir seine negativen Gefühle übergestülpt. Es gab kein Ich und Du mehr, nicht mehr das coole, lustige, entspannte Paar, sondern nur noch ein Knäuel an alten, neuen Ballast. Klar darüber war ich damals nicht. Er besteuerte stets seine Liebe und die Vorfreude auf den Umzug in ein neues Leben, obwohl er immer noch auf eine Zusage der Kosten wartete. Letzten Monat nahm der Untergang seinen Lauf. Abends wie immer Videocall und er wirkte melancholisch, nicht happy. Ich mutmaßte, denkst du an deine Ex, weil sie jetzt endgültig weg ist, Möbel weg. Ich habe das Gefühl, du zweifelst gerade an einem Neubeginn, traust dem Alten hinterher und fängst das an zu verarbeiten, um mich mit ihr zu vergleichen. Das finde ich jetzt sehr gut angesprochen. Genau so meinte ich das. Er schritt es ab, zeigt, dass ich verletzt von dieser Annahme, mein Gefühl blieb. Also wenn du es genauso angesprochen hast, super. Ja, dann habt ihr euch auf den Umzug vorbereitet. Dann war es sehr kalt geworden. Da ging es wieder so ein bisschen heiß-kalt hin und her. Dann bist du in seine Stadt geflogen. Er begrüßte mich gewohnt verliebt, sagt wie immer, dass er keine andere Frau mehr will. Doch die folgenden Tage waren heiß-kalt, nur nicht so offensichtlich, da das Kalt immer wieder durch passiv-aggressive Spitzen äußerte. Auf meine Frage, ob er sich sicher sei mit dem Umzug, sagte er, wenn du immer fragst, werde ich unsicher. Das ist Quatsch, du musst das ansprechen, nicht, ne? Also das Einzige, was ich dir jetzt sagen würde, ist, erwarte sowas nicht mehr in Zukunft von jemandem. Wirklich. Also du hast jetzt scheinbar so deine Standards durchgedrückt, aber du hast nichts gewonnen, weil er es eigentlich nicht will, ne? Also weil er letztlich eigentlich so ein bisschen co-abhängig agiert hier und nicht zu sich steht. So, aber ja, es wird die nächste Lernerfahrung, ne? Ist alles gut. Alles okay, ich war noch verwirrt und spürte schon wieder diese ekelhafte emotionale Abhängigkeit bei dem Gedanken, ihn zu verlieren. Ja, und weil das noch nicht aufgelöst ist, was es auch nicht kann so schnell, also solange man noch in emotionaler Abhängigkeit ist, kriegt man auch noch Partner, die das anträgern. Das Universum tickt so, das ist so. So, dann kam es, er brach zusammen, alles platzte wie an einem Tag, nur noch tausendmal schlimmer aus ihm heraus. Er ist sich nicht mehr sicher mit dem Umzug. Sei froh, dass er das zu diesem Zeitpunkt sagt, wirklich. Also jetzt steht er mal zu sich wenigstens. Auf Frage, ob er mich liebt, ich denke schon, sagt er dann. Er hätte von seiner Ex geträumt, auch diese Woche kam noch Post von ihr, musste an sie denken. Auf die Frage, liebst du sie noch, willst du zurück zu ihr? Ich weiß nicht, ich denke nein. Gut, ja. Also ich meine, ich glaube nicht, dass er dir was vorgemacht hat, er hat einfach nicht zu sich gestanden. Hat versucht, dir recht zu machen. Und ist einfach nicht über seine Exen zurück. Also, das ist eigentlich exakt die Sachen, die du vorher schon vermutet hast. Und naja. So, dass du gesagt, wir können es, du kommst kalte Füße, wir können es auch einfach langsam angehen. Finde ich einen guten Satz hier. Also, hier wäre es auch eigentlich richtig zu sagen, ich glaube, ich habe auch einen Fehler gemacht, dass ich das überhaupt von dir, dass ich das habe machen lassen. Das wäre noch gut gewesen. So, dann habt ihr euch so verletzende Sachen gesagt. Gut, das ist dann so, und hast du dich zurückgezogen, was auch richtig ist. Also du schreibst, wir haben keine Substanz. Ich kann auch gar nicht so verbunden mit dir sein wie mit meiner Ex.
das war zu viel. Ich packte meine Sachen, meinen letzten Stolz und ging. Ja, aber auf eine Art ist es richtig. Also diese Beziehung hat auch keine Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Wobei ich mich frage, wie die sich entwickeln soll, wenn er bei seiner Ex nicht mehr weg ist. Aber irgendwo ist es auch richtig, was er sagt. Also das war alles viel zu schnell. Ich kann das bis heute nicht fassen. Es hätte es alles nie gegeben und war nur eine große Lüge und nicht nur eine billige Ablenkung. Ja, vielleicht war es auf eine Art eine Ablenkung, aber nicht in so einem. Also ich nicht, glaube nicht, dass er gedacht habe, so jetzt lenke ich mich mal ab mit dir und das ist unbewusst alles. Ne? Genauso wie du unbewusst diese ganzen Wahrzeichen nicht gesehen hast. Ne? So, dann habt ihr nochmals ein bisschen hin und her. Er sagt, dass er mich liebt, aber braucht noch Zeit. Ja, aber das ist richtig eigentlich. Ich finde da nichts falsch dran. Bett und Urlaub hatte er storniert und sich bei seiner Ex zu seinem Verhalten entschuldigt. Er hatte sie einfach höflich distanziert behandelt, wie es in der neuen Beziehungssituation damals angebracht war. Sie war ja vielmehr sehr unentspannt im Umgang damit. Ja, gut, er ist halt nicht über sie hinweg, ne? Aber das, ich glaube, das weiß er wirklich erst jetzt so. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich sage, dass ich keinen Druck machen will, mich aber nicht warm halten lasse. Wenn er zu Ex zurückfordert, soll er das sagen. Ja, alles gut. So, dann meldet er sich wieder, er hat drüber nachgedacht und er ist nicht bereit, die Verantwortung für eine Beziehung zu übernehmen. Ja, sei froh, dass er so ehrlich ist. Willst du ihn jetzt in deiner Stadt sitzen haben und es wird alles noch schlimmer? Echt, sei froh. Er steckt noch in seiner Vergangenheit und fände es auch nicht fair, eine Fernbeziehung zu führen. Ja, gut. Ich meinte, er hätte es mir auch einfach sagen können, dass er zurück zu Ex will. Das ist überhaupt nicht sicher hier. Also ich glaube schon, dass er ehrlich ist. Er sagte, das will er nicht, dann hielt ich einen kurzen Monolog, sagte ihm bestimmt die Meinung, wie sehr er mich verletzt hat, dass ich auch drüber nachgedacht habe und enttäuscht und wütend bin, dass ich ihn liebe, aber nicht um jeden Preis. Es ist besser, wenn er allein bleibt, dann richtet er keinen Schaden an und dass ich ihm auch nichts mehr zu sagen habe und dass es für mich beendet ist. Ich war stolz, hatte meine Selbstachtung gewahrt und meine Standards verteidigt. Danach schickte er noch ein paar Nachrichten mit Entschuldigungsgesäuse, worauf ich nicht einging. Er schrieb nochmal kurz, dass er nicht zurück will zu Ex, sondern einfach nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Heute kam noch kurz ein Guten Morgen. Das war's. Christian, sag mir bitte, was da los war. War ich zu blind? Habe ich Red Flags so sehr ignoriert? Was hat er für ein Problem? Will er die Ex doch zurück? Ist das jetzt ein normaler Prozess? Aufarbeitung, was er vorher nicht gemacht hat? Oder hat er nur kalte Füße? Kommt er wieder? War alles eine Lüge? Also, ich finde das jetzt ehrlich gesagt alles gar nicht so schlimm. Also. Vielleicht denkt ihr jetzt, kommt, ja, schieß ihn ab. Ich finde das alles nicht so schlimm. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass ihr noch eine Chance habt. Ja, mal überraschend von mir. Ich finde, das war alles viel zu früh und ihr könnt jetzt echt in Ruhe nochmal gucken, ja, ob ihr das nochmal von vorne anfangen könnt. So. Aber dann wirklich in absoluter Ehrlichkeit so und dann wirklich Zeit lassen. Also wenn ihr jemand datet, also ich halte nicht so viel von Warmwechseln, aber gut, wenn ihr jemand datet, aus einer Beziehung kommt, dann müsst ihr dem Raum lassen, Zeit lassen, nicht unter Druck setzen. Also natürlich muss da eine Ehrlichkeit vorhanden sein. Und weil der kann sich jemand nicht so schnell jetzt fürs Neue entscheiden, das geht nicht, ne? So. Also ich finde es nicht so schlimm. Klar sind da so ich glaube, ihr habt vielleicht sogar unter Umständen ähnliche Themen, ob jetzt im gleichen Ausmaß, weiß ich nicht. Dass ihr es beide zu schnell wolltet, euch nicht die Zeit gelassen habt, euch die Fantasie fortgerissen hat. Und also ich bin total froh, dass das nicht funktioniert hat mit diesem Kommen in deine Stadt. Das wäre viel zu früh gewesen. Und ich würde sagen, lasst ihr ein bisschen Zeit, lasst ihm ein bisschen Zeit und dann, wenn ihr euch noch liebt, guckt es euch nochmal an. Und dann aber jetzt mal wirklich in Freiheit, in Ruhe, in Gelassenheit, ohne diese Neediness. Das würde ich vorschlagen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.